Hallo und willkommen zum Champion Rework Spotlight mit Akali. Beginnen wir zunächst mit ihrer Passive. Diese erzeugt immer dann, wenn Akali einen Gegner mit einer Fähigkeit trifft, einen Bereich, und wenn Akali diesen verlässt, fängt sie an, ihre Waffe zu schwingen und ihr nächster Auto-Attack hat erhöhte Reichweite und verursacht mehr Schaden. Mit Akalis Q wirft sie einen Fächer von Dolchen. Dieser verursacht bei allen getroffenen Zielen Schaden und im letzten markierten Bereich der Fähigkeit werden Gegner zusätzlich verlangsamt. Mit Akalis W erzeugt sie einen Ring aus Rauch, in welchem sie unsichtbar wird. Dort kann sie weder von Auto-Attacks noch von Fähigkeiten anvisiert werden. Außerdem stellt sie beim Casten dieses Zaubers Energie wieder her. Die Grunddauer des Rings ist 5 Sekunden, diese kann allerdings verlängert werden, wenn Akali den Kreis betritt, wieder verlässt oder Angriffe oder Fähigkeiten in ihm einsetzt. Die Unsichtbarkeit dieses Schattenkreises stellt eine ganz neue Art von Cancer dar. Und zwar verliert Akali in diesem selbst von Türmen die Aggro, was sie dadurch zu einer absoluten Tower-Dive-Maschine macht. Mit ihrer E-Fähigkeit wirft Akali ein Schwierigkeit. Dieses trifft den ersten Gegner auf seinem Weg, fügt diesem Schaden zu und markiert ihn. Außerdem führt Akali beim Werfen des Schurikens einen kleinen Backflip durch, der sie auch kleine Mauern überwinden lässt. Aktiviert man die E nun ein zweites Mal, charged Akali auf das markierte Ziel zu. Dies kann auch über absurde Reichweiten geschehen, was man am folgenden Beispiel sehen kann. Alternativ kann sie auch mit dem Schuriken ihren Rauchring markieren und zu diesem chargen. Und weil die neue Akali natürlich noch nicht mobil genug ist, und damit auch der letzte Squishy sicher Rage quittet, hat man natürlich in die R nochmal zwei Dashes reingepackt. Beim ersten Dash verursacht Akali Schaden und stunt die getroffenen Ziele. Beim zweiten Dash verursacht sie zusätzlich nochmal Execute Damage, damit auch der letzte ADC völlig auseinanderplatzt. Nun folgen ein paar Impressionen vom PvE, welche erahnen lassen, wie viel Spaß es machen wird, gegen diesen Champion zu spielen. Wir sehen uns! So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die neue Akali findet. Mir persönlich hat es sehr Spaß gemacht, sie auszuprobieren. Glaube allerdings, dass sämtliche Mages und ADCs aufgrund ihres komplett überladenen Kits mehrfach die Maus gegen die Wand feuern werden. Ansonsten war es das von mir. Macht's gut, wir hören uns.